Ich grüße dich. Am 9. November, am 4. Diättag, möchte ich dir gerne auch meinen Bericht dazu vorlesen, denn ja, es ist ganz spannend, was da passiert ist. Also, in der Nacht gab es für andere Teilnehmer im Camp eine Zeremonie, an der ich nicht teilgenommen habe, weil ich in Diät war. Als ich wach wurde, sah ich auch ganz kurz Muster und Strukturen, sogar ohne Medizin. So, das war in der Nacht. Am Morgen, ich trinke wieder 2,5 Schluck Medizin für die Diät, also diese Pflanzendiät, das ist so eine Alkoholtinktur. Ein Alkoholauszug aus verschiedenen Dschungelpflanzen, Wurzeln, vermute ich. Die Medizin brennt sich meine Kehle und meinen Schlund hinunter. Mein Körper ist den Alkohol nicht mehr gewohnt. Schnaps schon gar nicht. Und bei einmal am Tag zum Frühstück Fisch und Banane ist auch nicht viel Substanz da, um den 40% Stand zu halten. Ich gebe mich den Pflanzen, ihrer Heilkraft und Weisheit hin. Und dann gab es wieder eine Durchsage. Und zwar haben die Helios zu mir gesprochen. Das sind die Pflanzengeister, diese, was man auch auf diesen Bildern von den Schamanen sieht, diese Energien. Das können auch Tier-Spirits sein oder Pflanzen-Spirits. Das nennt man Helios. Helios sprechen zu mir. Vergiss nicht, wir sind immer bei dir. Du kannst uns aktiv rufen und um Unterstützung bitten. Wir arbeiten im Verborgenen und meist ohne Bitten. Wir leisten Folge dem göttlichen Plan. Zum höchsten Wohle wird es getan. Suchst du einmal spezielle Bitten zu erreichen persönlicher Hilfe, so tue gut daran, uns speziell zu bitten. Wir werden dich unterstützen, wie du uns bittest. Eines Tages wirst du uns auch zusehen können. Bis dahin sieh dich getragen und vertraue dem Plagen. Sie werden dich weisen auf all deinen Reisen. Lausche der Natur, verbinde dich mit ihr und du wirst näher und näher kommen. Wir sind immer bei dir. Und wenn du mal zweifelst, lausche nach innen. Du wirst spüren, du bist immer geführt. Und lieben tun wir dich ohne Bitten. Du bist unser Schwestergetier. In tiefer Freude begleiten wir dich auf dem Weg des Zweifels oder auch nicht. Gleich wo du stehst, eins ist gewiss, wir sind an deiner Seite, ohne Verdruss. Kuss. Ich fand das so süß. Okay, und dann habe ich noch dazu geschrieben, ich lese es einfach mal vor, ich weiß nicht genau, was steht. Kannst du sehen, kannst du spüren? Gleich wie es ist, lass dich führen. Begib dich hinein in die Welt der Wunder. Dann wirst du sehen, spüren und erkunden. Mit allem verbunden wirst du Wunden deiner und anderer heilen und gedeihen. Ganz sein und dies erkennen ist das große Ziel. Es wahrnehmen mit all deinen Antennen. Du bist ein Sternenkind, unendlich gefüllt von Liebe. Liebe ist deine Existenz. Erlaube dir, sie zu erleben, über allem, was du kennst. Ich hoffe, dir gefällt es. Mir schon.